Shalom, ihr Lieben. Gelobt sei Jesus der Christus in alle Ewigkeit. Amen. Heute nach dem Aufstehen wollte ich mich wieder an das Video vom Staub zum Geist heranmachen, indem wir uns an dem einfachen und wunderbaren Evangelium des Reiches Gottes widmen und was es ausmacht, was es so einfach und verständlich macht. Vorher habe ich nochmals in die Mails geschaut und da staunte ich dann nicht schlecht. Wie ernst das nun zu nehmen ist oder nicht, spielt dabei erst einmal gar keine Rolle. Die Mail und ihre Forderung an sich auch nicht. Aber sie löste in mir etwas aus, sodass nun erstmal dieses Video bzw. diese Botschaft an euch da draußen geht. Impuls hierzu war die Mail, so dass wir auch hier damit anfangen werden. Bitte leiten Sie diese E-Mail an jemanden in Ihrem Unternehmen weiter, der wichtige Entscheidungen treffen darf. Wir haben Ihre Website gehackt, www.jesusderchristus.com, und Ihre Datenbank extrahiert. Wie ist es passiert? Unser Team hat eine Schwachstelle auf Ihrer Website gefunden, die wir ausnutzen konnten. Nachdem wir die Schwachstelle gefunden hatten, konnten wir Ihre Datenbank-Anmeldeinformation abrufen und Ihre gesamte Datenbank extrahieren und die Informationen auf einen Offshore-Server verschieben. Was bedeutet das? Wir werden systematisch eine Reihe von Schritten durchlaufen, um Ihren Ruf vollständig zu schädigen. Zuerst wird Ihre Datenbank geleakt oder an den Höchstbietenden verkauft, den Sie mit welchen Absichten auch immer verwenden werden. Als nächstes, wenn E-Mails gefunden werden, werden Sie per E-Mail darüber informiert, dass Ihre Informationen verkauft wurden oder durchgesickert sind und Ihre Website jesusderchristus.com schuld daran war, Ihren Ruf zu schädigen und verärgerte Kunden, Mitarbeiter zu haben. Was auch immer verärgerte Kunden und Mitarbeiter tun. Schließlich werden alle Links, die Sie in den Suchmaschinen indexiert haben, basierend auf blackhacktechniken.de indiziert, die wir in der Vergangenheit verwendet haben, um unsere Ziele zu deindexieren. Wie stoppe ich das? Wir sind bereit, den Ruf Ihrer Website gegen eine geringe Gebühr nicht zu zerstören. Die aktuelle Gebühr beträgt $2.900 oder Pfund in Bitcoins. Bitte senden Sie die Bitcoin an die folgende Bitcoin-Adresse. Bitte kopieren und einfügen. Sobald Sie bezahlt haben, werden wir automatisch darüber informiert, dass es Ihre Zahlung war. Bitte beachten Sie, dass die Zahlung innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt dieser E-Mail leisten müssen, da ansonsten das Datenleck die E-Mail versendet und die Deindexierung Ihrer Website beginnen wird. Wie bekomme ich Bitcoins? Sie können Bitcoins ganz einfach über mehrere Websites oder sogar offline an einem Bitcoin-Geldautomaten kaufen. Was ist, wenn ich nicht bezahle? Wenn Sie sich entscheiden, nicht zu zahlen, werden wir den Angriff zum angegebenen Datum starten und ihn aufrechterhalten, bis Sie dies tun. Es gibt keine Gegenmaßnahme dagegen. Sie werden am Ende nur mehr Geld verschwenden, wenn Sie versuchen, eine Lösung zu finden. Wir werden Ihren Ruf bei Google und Ihren Kunden vollständig zerstören. Das ist kein Scherz. Antworten Sie nicht auf diese E-Mail, versuchen Sie nicht zu argumentieren oder zu verhandeln. Wir werden keine Antworten lesen. Sobald Sie bezahlt haben, werden wir aufhören, was wir getan haben, und Sie werden nie wieder von uns hören. Bitte beachten Sie, dass Bitcoin anonym ist und niemand erfahren wird, dass Sie sich daran gehalten haben. Und das, was wir euch jetzt hiermit mitteilen, ihr Lieben, tun wir als Brüder im Angesicht Gottes und im Namen Jesu. Und zwar an alle, nicht nur an die Absender dieser Mail, sondern an alle, die uns fluchen, die Ränke schmieden, uns verunglimpfen, mit Lügen hinter unserem Rücken uns schaden wollen, die uns anzeigen,
verhöhnen und verfolgen auf jegliche Art und Weise. Als erstes segnen wir euch im Namen Jesu. Macht ruhig weiter, denn uns als Kinder Gottes ist dies verheißen worden. Ihr müsst tun, was ihr tun müsst. Denn welchen der Propheten haben eure Väter nicht getötet? Selbst den Herrn hat dieses verkehrte Geschlecht umgebracht, so wie seine Apostel. Das ist der uns von Gott verordnete Leidensweg ins himmlische Jerusalem. So, dass selbst eure Feindschaft und eure Vorhaben uns dienen müssen. Das nennt man Herrschaft Christi. Euch, wie eurem Vater, sind die Hände gebunden, ja vielmehr, der Kopf zertreten. Ihr müsst den Kindern Gottes dienen, ob es euch passt oder nicht. Doch die Liebe drängt mich dazu, euch einen Gedankenanstoß zu geben. Habt ihr schon den Namen gelesen, der auf der Website ganz oben steht? So wie auch bei der YouTube-Seite? Da steht kein Verein, kein Name mit Doktortitel oder irgendein Spruch, sondern dort steht www.jesus-der-christus.com. Das ist nicht die Seite von religiösen und staatlich anerkannten Theologen und selbsternannten Bibellehrern. Das ist keine Kirche, keine Sekte oder sonstige Gruppierung, sondern diese Seite ist von Jesus, dem Christus, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Diese Seite, wie auch die auf YouTube, sind seine Seiten, die er durch uns betreibt. Wir reden also von dem, der alles, was wir sehen, aus nichts gemacht hat, indem er sprach, der die Himmel mit einer Spanne misst, der alle Sterne geschaffen hat und mit Namen kennt, der gerade 8 Milliarden Menschen ca. 80.000 Mal am Tag das Herz in ihrer Brust schlagen lässt und diese Schöpfung durch sein Wort erhält. Dieser, mein Herr und Gott, lässt dich mit der Lunge, die er sich erdacht hat, die Luft atmen, die er dir schenkt. Der hat auch dir die Hand geformt, bereits im Mutterleib, mit der du nun solch eine Mail schreibst, oder den Mund geschenkt hat, durch den du nun Kinder Gottes fluchst. Das heißt im Klartext, du fluchst, drohst und erpresst nun also den, in dessen Hand dein Leben liegt? Keine gute Idee. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan.